Wenn du erstmal auf den Hund gekommen bist, weißt du recht schnell, dass du ihn am liebsten überall hin mitnehmen würdest. Doch gerade im Auto können Tiere schnell zu einer ernsthaften Gefahr werden. Nicht nur, weil sie im Auto herumklettern und so den Fahrer ablenken, sondern auch, weil sie bei einem Unfall zum Geschoss werden können. Du musst deinen treuen Begleiter also gut sichern. Es gibt zum Beispiel spezielle Hundegeschirre, die entweder am Gurtschloss, den Isofix-Verbindungen oder dem Fahrzeuggurt befestigt werden. Achte darauf, dass das Geschirr möglichst massiv ist. Der Gurt sollte kurz sein und gut mit dem Auto verbunden werden. Das Tier darf sich nur bis zur Vorderkante des Rücksitzes bewegen. So sind alle Fahrzeuginsassen gut geschützt. Noch besser aufgehoben sind Tiere in speziellen Transportboxen. Diese sind teilweise sogar crashgetestet. Du musst aber darauf achten, wo die Box im Auto positioniert ist. Boxen für kleine Tiere passen gut in den Fußraum hinter den Vordersitzen. Größere Boxen packst du am besten in den Kofferraum, wenn du keine Limousine hast. Denn auf der Rücksitzbank kannst du sie nur schlecht sichern. Ganz an die hinteren Sitze ran und mit einem Gurt befestigen. Ein zusätzliches Trenngitter schafft noch mehr Sicherheit für die Insassen. Vor allem aber musst du eines beherzigen. Lass niemals ein Tier alleine im Auto zurück. Hitze oder Kälte können zum Teil lebensbedrohliche Folgen haben. Dein bester Freund sollte also dort sein, wo es ihm am besten geht. An deiner Seite. Wie sicherst du dein Haustier im Auto, wenn du unterwegs bist? Schreib uns deine Erfahrungen unter das Video.